Liebe Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Paper Mario The Origami King. Ey, wir sind hier gerade vor dem Boss, glaube ich zumindest. Und ich habe noch ein paar Sachen richtig zu stellen. Und zwar zum einen, hier auf dem Boden haben wir einmal diesen 8-Bit-Pixel-Mario, wenn er stirbt. Das ist dem Jay aufgefallen, das ist sehr witzig, haha. Und zum zweiten habe ich in der letzten Folge gesagt, dass der Trollo die Toad zählt. Aber nein, es ist der Yodo King. Ich weiß nicht, warum ich die miteinander verwechselt habe, weil die Namen haben ja irgendwie gar nichts miteinander zu tun. Aber ja, es ist der Yodo King. Also danke Yodo King, dass du die ganzen Toads zählst. So, da war richtig gestellt. Und jetzt gehen wir zum Boss. Und ich hoffe, das ist jetzt halt unser allererster richtiger Boss. Und jetzt bin ich gespannt, was der für ein Muster hat, ob der auch wieder genauso wie der erste Miniboss ist oder ob er ganz anders zu bekämpfen ist. Das ist das Ende der Luftschlange! Und direkt mittendrauf das Gesicht von meinem Bruder. Anscheinend will er, dass jeder weiß, wer hinter all dem steckt. Richtig der Prolet irgendwie. Mal sehen, ob wir dieses Ding losbekommen. Oh, versuch doch mal von unten dagegen zu springen. Ja, und was ist mit dem Krieg, der hier draußen stattgefunden hat? Und vor allem, ich muss erstmal... Oh Mann, schöne Aussicht, aber sollten wir nicht etwas wegen der Luftschlange unternehmen? Nein, ich wollte durch das Luftrohr gucken. Heißt das überhaupt Luftrohr? Guckrohr? Keine Ahnung. Bap, kaputt machen. Tja, löst sich nicht. Dann lass wieder gehen, Olivia. Da passiert halt nichts. Hm, höher kannst du nicht springen? Doch, habe ich doch bewiesen, als der Fahrstuhl nach unten gegangen ist. Weil man muss mindestens 9 Meter hoch springen in der Sekunde, damit man nicht stirbt. Und das haben wir ja anscheinend geschafft. So, das war knapp. Können uns diese Dinger nicht in Ruhe lassen? Lass doch einfach den Boss besiegen. Oh. Hey, wer hätte gedacht, dass du überall das hier im Bilde bist? Wer war das? Oh nein! Es ist der Wachsmalkreidekasten des Todes mit Olli drauf. Unfassbar. Der Kunststifte Buntstifte! Was? Der Kunststifter Buntstifter? Was? Ich bin so leid, dass Kunstbanauschen wie du meine ganze harte Arbeit ausradieren. Wahrscheinlich hast du noch nie von mir gehört, was? Dachte ich mir, wann warst du überhaupt das letzte Mal in deinem Museum? Puh, du brauchst mir nicht zu antworten. Mir wird's hier langsam zu bunt und dir werde ich eine Lektion in Sachen Kunst erteilen. Ich bin Buntwart von und zu Stiftus, der 12. Zu meinem Ahnen zählen sogar Ölfarben. Ich repräsentiere die Bürobedarfsbrigade. Tja, sobald ich dein flaches Gesicht vollgekritzelt habe, werde ich dann ein Museum mit all meinen anderen Kunstwerken ausstellen. Bürobedarfsbrigade? Buntwart von und zu? Tut mir leid, aber das ist mir zu lang. Ich nenne dich einfach Buntstifte, ja? Mein Bruder schickt dich, um uns aufzuhalten, oder? Du redest total geschwollen und du kannst auch total gut malen. Aber hast du mal von Mario gehört? Ja, genau. Dachte ich mir. Mario ist echt drauf. Und er hat einen Schnurrbart. Und er wird dir so richtig zeigen. Stimmt doch, oder Mario? Ja, ja, werde ich machen. Okay, Bosskampf des Todes, Teil 2. Ich bin wirklich gespannt. Aber anscheinend... Scheint das erstmal ein normaler Kampf zu sein mit Ringen. Ja, zittert von meiner künstlerischen Arsenal. Aus 12 verschiedenen Buntstiften. Eure Papierkörper sind meine Leinwand. Hä, es ist aber genauso aufgebaut wie der erste Boss? Das finde ich ein bisschen lame. Dass man wieder die Pfeile zurechtlegen muss. Wenn da jetzt wenigstens andere... Oh, okay, nein, es hat doch einen kleinen Kniff. Denn er hat Ziele, die er fassen kann. Das heißt, dieser Mini-Boss war einfach nur quasi ein Tutorial für jetzt den richtigen Boss hier. Und da dürfen wir anscheinend nicht rauf, weil sonst sterben wir. Oh, Moment, was ist das? Das ist ja ein Einkreis. Vielleicht aktiviert man damit ja irgendwas. Da sagst du was, Olivia. So, fertig. Jetzt laufen wir einmal rum. Naja, mal gucken, was passiert. Wir aktivieren auf jeden Fall noch irgendwas. Oh, ein weiterer Faltarmkreis haben wir aktiviert. Alle daneben. Nein, meine Stifte sind perfekt. Mit dem Ziel stimmt etwas nicht. So, und ich habe zum Glück Faltarm-Action. Das hat man mich auch schon im Trailer gesehen. Wir können den jetzt irgendwie zuklappen und dann, glaube ich, mega den Damage machen. So, was machst du jetzt, wenn du zugeklappt bist? Kannst du nicht mehr malen, ne? Ist doof, ne? Tja, fühlt sich ganz schön eingeengt da drin. Nein, nein, mein Deckel ist zu und ich kann die Stifte nicht mehr stoppen. Er vernichtet sich einfach selber. Die Stifte sind irgendwie explodiert. Super. Sein Mundwerk scheint seine Schwachstelle zu sein. Sein Mundwerk, wenn man das so nennen kann. Und er hat uns nicht mal angegriffen und ist jetzt verwirrt. Das heißt jetzt, er hat keine Stifte mehr in sich. Geil, Alter, wir machen einfach alles richtig. Ich hätte gerne noch eine Aktion mehr, damit ich noch mehr Damage machen kann. Okay, wir laufen nach rechts, dann laufen wir nach oben. Das heißt, wenn der da ist, ist das schon mal cool. Wir aktivieren jetzt nichts, aber ist ja erstmal egal. Und dann packen wir nochmal so einen... Faltkreis, ich glaube, das bringt nicht so viel. Wir greifen ihn einfach einmal normal an. Dann sollte das gut sein. So, wir haben zwei Aktionen jetzt. Das heißt, wir können ihn zweimal mit dem Hammer schlagen. Haben wir nicht auch... Ja, wir haben sogar einen Glitzerhammer. Komm, wir setzen mal einen Glitzerhammer hin, einfach weil wir es noch nie gemacht haben. Dann bin ich mal gespannt.
Au, 80 Milliarden Damage. Naja, zumindest 17. Und wir können es gleich nochmal machen. Nochmal, naja, 15. Hälfte der Leben vom Boss schon mal weg. Füllt er sich jetzt neu auf? Er greift an. Alter, ich hab's einfach geblockt, aber er macht einfach 10 Damage. Ja, deine Darbietung verdient beißende Kritik. Haha, weil er mich gebissen hat. Funny. Hat sich aber nachgeladen. Das wäre cool, wenn das wirklich so wäre. Man verliert einfach seine Stifte, klappt das Ding zu, klappt es wieder auf und alle Stifte sind wieder da. Wie perfekt wäre das denn? Nachladen abgeschlossen und ich habe noch mehr davon. Der hat bestimmt auch noch einen Kniff, sobald man die Hälfte seiner Leben oder so abgezogen hat. Okay. Weil bisher wäre mir das ein bisschen zu lame, wenn das so bleibt. Okay, lass mal gucken. Wir nehmen auf jeden Fall so ein 2er Damage mit. Dann aktivieren wir nochmal so einen Teil. Ich glaube, das ist ganz gut. Und dann greifen wir ihn einfach ganz normal an. Weil dieser Faltarmkreis, den wir da nutzen könnten, den können wir jetzt gerade nicht nutzen. Das mit dem Leben ist wieder ein bisschen zäh. Könnte man die ausschalten, würde ich das tatsächlich, glaube ich, machen. Wahrscheinlich machen wir jetzt aber sogar weniger Damage, weil er jetzt ist ja nicht verwirrt. 29? Was? Wie krass sind wir denn? Ah, kommst du auch mit meiner vollen künstlerischen Vision zurecht? Mit all meinen Stiften gleichzeitig? Klar. Moment, Moment. Okay, I'm ready. Nur ein Damage? Komm. Mehr hast du nicht zu bieten? Egal welche Farben. All deine Farben mit all deinen Narben. Ich mach dich fertig. Ha! Jeder denkt, er kann einfach an mir herumkritisieren und verlangt Respekt für meine Kunst. Hier kommt die Regenbogenrolle, mein Meisterwerk, und ich widme es dir. Das war schon cool. Ich weiß nicht, also die Bosse sind natürlich mega weird, dass es einfach so Büroartikel sind. Hätte auch selbst gesagt, er gehört zur Bürobrigade oder sowas. Okay, warte, jetzt müssen wir auf jeden Fall zumachen. Das heißt, wir laufen rechts lang. Wir müssen aber hinter ihn kommen, ne? Das geht ja gar nicht. Nein, das funktioniert nicht. Es funktioniert einfach nicht. Okay, wir prüfen einfach mal. Wir gehen nach oben und nutzen dann den Faltarmkreis. Und gucken, ob wir ihn dann trotzdem zumachen. Yo, wie seine Stifte mich einfach verfolgen. Ob wir ihn jetzt trotzdem zumachen können? Ich vermute fast nicht. Aber wir können zumindest irgendwas machen. Fände ich komisch, wenn wir den jetzt trotzdem zumachen könnten. Was genau können wir jetzt... Wir können seine Stifte greifen! Nicht dein... Ja, ich stech dich tot! Mit deinen eigenen Waffen vernichte ich dich! Lol, ja, nochmal, nochmal! Mach ihn einfach kaputt! Mach ihn... Rip ihn tot! Alter, wie brutal ist Mario denn bitte? Du kannst doch nicht einfach die Waffe des Gegners nehmen. Dich greift jemand mit seinen Stiften an, nimmst seine Stifte und stichst sie damit ab. Wie assig ist das denn? Kannst du nicht machen, Mario. Ah, unmöglich. Jetzt hat er auch seine Farbe verloren. Oh nein, Mario ist so brutal. Ich glaube, ich kann dieses Spiel nicht weiterspielen, Leute, wenn Mario so brutal ist. Besiegt von einem beliebigen, untalentierten Stück Popkultur. Du hast besser ausgesehen, als du noch Jump'n'Runs gemacht hast. Er weiß Bescheid. Er kennt Mario. Ach man, jetzt fühle ich mich aber schlecht, dass ich ihn vernichtet habe. Vor allem, wie ich ihn vernichtet habe. Aber die Explosion... Hat schon was. Die Explosion hatte was. Ach man, ich fühle mich schlecht. Vor allem, der Kampf ging gar nicht so lang. Da war der Zwischenkampf krasser. Irgendwie. Aber ich finde schön, dass sie so auf Kleinigkeiten achten. Wie zum Beispiel, dass der halt davor noch so bunt geschrieben hat. Und als wir ihn seine ganze Farbe genommen haben, das ist... Hat halt nur noch grau geschrieben. Wir haben einfach sein Leben zerstört. Einfach sein Leben vernichtet. Seinen Lebensinhalt weggenommen. Jetzt ist er depressiv und bringt sich selber um. Das ist nicht cool, Mario. Das ist überhaupt nicht cool. Voll der Mobber. Na gut. Dann machen wir mal den Sticker hier noch kurz ab. Oder schlagen ihn kaputt. Von mir aus schlagen wir ihn auch kaputt. Mario hat einfach gar keine Lust mehr zu reden. Er setzt einfach auf Kriminalität und Gewalt. Wie es aussieht. So, und dadurch haben wir jetzt natürlich mega viele Möglichkeiten, dass jetzt dieser rote Scheiß hier weg ist. Wir können zu einem in dieses komische Labor auf der einen Wiese. Wir können jetzt mit der Gondel fahren. Und noch viel mehr. Ja. Rote Luftschlange gelöst. Nice. Das war jetzt quasi Kapitel 1. Und unser Sack wird größer. Jetzt haben wir richtig viel Druck im Sack. Das ist nice. Das war Kapitel 1. Ich hoffe, ich kann... Okay, hier ist schon wieder ein Tod versteckt. Aber ich hoffe, ich kann da einfach... Durchgucken, 10 Münzen einwerfen, ist da etwa der Toad drin? Es war so klar. Ja, hübsch. Hi, na, du kleiner Toad. Geht's dir gut? Du bist ganz schön süß. Guck, Leute, einfach so ein blöder Toad an.
Na, Digga. Damit der Yolo auch was zu tun hat in dieser Folge. Ah, ich habe viel zu lange am falschen Ende von diesem Ding geklebt. Platz da, jetzt will ich mal durchgucken. Hallo, ich habe 10 Münzen bezahlt, nur um dein ekliges Gesicht zu sehen. Okay, alle Toads gerettet. Na, was sehen deine Pilzaugen? Katz, kannst du dir nicht ein Ende aussuchen? Ich krieg einfach nicht genug davon. Was, ich da selbst rangeklebt? Komischer Dude, okay, gebe ich hier halt nochmal 10 Dinger aus. Ich habe ja genug Münzen. Ah ja, da ist das Schloss. Kann man ranzoomen? Man kann einfach gar nichts machen. Das ist doof, ne? Dass die Dinger nicht ranzoomen können. Ich kann aber auch nicht drehen. Das ist ja doof. Okay, schön. Dafür haben wir 10 Münzen ausgegeben. Mehr scheint hier nicht zu sein. Beziehungsweise man muss immer hinter Sachen gucken, wo man nicht hingucken kann. Da kann immer irgendwas versteckt sein, aber hier anscheinend nicht. Ja, damit haben wir dann den Turm erfolgreich beendet. Oh, sieh mal! Alle Bilder von diesen gemeinen Buntstiftdingen sind weg! Vielleicht sind die verschwunden, als wir ihn besiegt haben! Oh, das hat Olivia gesagt. Olivia dachte kurz, sie wäre ein Toad. Kann passieren. Es war ziemlich böse, aber seine Kunst war richtig gut. Hui, das ist ja ein echtes moralisches Dilemma. Ja, deswegen ist der Tod wahrscheinlich auch so gekränkt, weil alle Kunst weg ist. Oh, an dieser Stelle würde ich normalerweise sagen, willkommen auf der Aussichtsplattform des Panoramaturms. Viel Spaß mit der Aussicht. Oh, schätze, ich könnte das immer noch sagen und du könntest immer noch Spaß haben, aber falsch anfühlt tut es sich schon. Da hast du recht. Ich fühle mich auch immer noch richtig schlecht, dass ich den jetzt besiegt habe. Ich hoffe, die werden am Ende alle wieder zum Leben erweckt und sind lieb und nett und besiegen mit mir zusammen König Olli. Hui! Ja, okay, also Mario rettet den Tag in Anführungszeichen und macht damit alles kaputt auf seinem Weg. Wir hinterlassen einfach ein Schlachtfeld hinter uns. Oh nein, und der blaue Toad, er kann sein Ebenbild nicht mehr angucken. Oh, ich war mit dem Porträt nicht so recht glücklich und dann ist es einfach so verschwunden. Ich glaube, dass es mit der Kraft meines Geistes Sachen verschwinden lassen kann, Mario. Na, feile noch ein bisschen an deinen Fähigkeiten und dann wärst du der nächste Mentalist. Dann kannst du zu Achabstein Schalosch gehen. Wie heißt der? Uri Geller, da kannst du dann hingehen. Nun, ihr kleinen Toads, ihr räumt hier auf. Ich habe euch gerettet. Ja, Schlachtfeld und so. Fühlt sich wirklich alles nicht richtig an, was ich hier getan habe. Gut, ja, damit würde ich dann aber auch diese Folge beenden. In der nächsten Folge werden wir dann wahrscheinlich mit der Gondel fahren, könnte ich mir vorstellen. Oder halt in dieses... Okay, hier ist ein Toad versteckt. Irgendwo. Oder halt in dieses Labor gehen, wo wir davor nicht rein konnten. Oh, ist hier ein Toad versteckt. Warum ist hier ein Toad versteckt? Hey, wieso ist hier ein Toad versteckt? Vor allem wo? Oh, ich hasse das, wenn ich nicht weiß, wo die versteckt sind. Wahrscheinlich hier hinter. Ah, da ist ja wirklich irgendwas. Ein Bündel voller Toads. Hi. Geht's euch gut? Ja. Ach du Scheiße, ja. Viel Spaß beim Zählen, YOLO. Damit geht der Toad-Counter hier doch noch ein bisschen hoch. Ah, oh, das ist auf, Mario. Ja, wir sind der Toadbündel. Das war ganz lustig. Hör gut hin. Hey, hey, hey. Kann mir das mal jemand zusammenfassen? Eine Zusammenfassung? Wie soll man diese Flut an Toten und so zusammenfassen? Außer vielleicht mit einem einzigen Wort. Danke! Oh mein Gott. Ja, wie viele waren das jetzt? Bin gespannt, wie viele der YOLO hier zählen wird. Da wäre man niemals drauf gekommen, oder? Dahinter nachzugucken, ohne die Klingel. Naja. Nein, ich will nicht gegen ihn kämpfen. Oh. Na gut, dann war das jetzt aber eine sehr kurze Folge. Was soll's, Leute? Und beim nächsten Mal gehen wir dann hier zum Grüntoad, den wir jetzt gerettet haben. Dann, ja, vielen Dank fürs Zuschauen, liebe Leute. Würde mich freuen, wenn ihr nächstes Mal dabei seid. Bis zum nächsten Mal. Und tschüss. Oh, so viele Münzen.